Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es um das Thema Geld, Reichtum und Wohlstand geht. Und Erfolg natürlich. Ja, also, dies ist das erste Video aus der Reihe Money Talk von und mit Thorsten Karl. Ich grüße euch, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir möchten uns heute in dem ersten Teil dieser hoffentlich ganz, ganz langen Serie, in dem ich all mein Wissen zum Thema Reichtum, zum Thema Erfolg und zum Thema Geld mit euch teilen möchte, soll es heute im ersten Teil um etwas ganz Elementares geht. Ich glaube, das sind die drei Dinge, die dazwischen unterscheiden, ob du reich, ob du arm bist. Wir möchten uns über die drei Dinge unterhalten, die Reiche niemals tun. Und das ist der Grund, warum Reiche reich sind und Arme es ganz oft tun. Und das ist der Grund, warum Arme arm sind. Ja? Und über diese Dinge möchte ich mich mit euch heute in diesem kurzen Video unterhalten, weil ich einfach möchte, dass wir in Zukunft mehr Wohlstand leben, dass es uns rein finanziell zumindest mal besser geht, dass wir glücklicher sind, dass wir entspannter sind und so weiter und so fort. Okay, also lasst uns starten. Der erste Punkt, über den ich mit euch sprechen möchte, ist letztendlich die Frage, die ich mal in den Raum stellen möchte. Wer glaubt denn, dass wir mit einem vorgefertigten Plan auf diese Erde gekommen sind? Der Schöpfer, wer auch immer es sein mag, schickt uns auf diese Erde und viele Menschen glauben einfach, dass Leben einem zustößt. Ja, dass man halt in diesem Leben arm sein soll oder ähnliches. Oder dass es nur ganz wenige gibt, die das Glück haben, reich zu sein. Ich habe davon eine ganz, ganz andere Meinung, weil ich nämlich glaube, und man sieht es ja an der Natur, dass Reichtum jedem von uns zusteht. Das ist eigentlich nicht die Ausnahme sein soll, sondern Standard. Eigentlich sollten alle Menschen reich sein. Das glaube ich, dass das genauso sein soll. Und die Natur macht es uns ja vor. Also wenn ich mir die Natur angucke, wenn ich sehe, dass so aus einem klitzekleinen Samen ein großer Apfelbaum entsteht, der jetzt über viele, viele Jahre jedes Jahr ganz, ganz viele Früchte hervorbringt und ich nichts dafür tun muss. Es ist genug Sauerstoff da für den Baum, es ist genug Wasser da für den Baum und es passiert einfach vollautomatisch, ohne dass jemand da irgendwas steuern muss und irgendwas weiter dafür tun muss. Ganz klare Geschichte. Und der Apfelbaum funktioniert einfach über viele, viele Jahre und bringt immer wieder neue Früchte hervor. Und ich glaube, in unserem Leben ist das ganz, ganz ähnlich. Das ist bei uns ganz vollautomatisch zu Fülle, zu Reichtum und so weiter kommen kann, wenn wir die richtigen Dinge tun. Da muss man, glaube ich, ein bisschen weiter zurückgehen und sich mal anschauen, warum ist das denn so? Warum sind die einen reich, warum sind die anderen arm? Was sind da für unterschiedliche Dinge geschehen? Man muss dazu eines vielleicht wissen, dass der Erfolg, der nachher zur Fülle führt, der entsteht ja, weil vorher Handlungen gemacht worden sind. Und diese Handlungen wurden gemacht, weil man sich vorher Gedanken dazu gemacht hat. Und diese Gedanken sind entstanden, weil wir Glaubenssätze haben. Weil in unserer Kindheit, in unserer Jugendzeit einfach Dinge uns geprägt haben, die wir als wahr annehmen und jetzt denken, dass sie so sind. So, und wenn man uns Mangeldenken beigebracht hat, wenn man uns gesagt hat, Geld ist nicht wichtig, du musst zufrieden sein mit dem, was du hast, Schuster, bleib bei deinen Leisten und so weiter, dann nehmen wir das an. Also Kinder machen das nach, was ihre Eltern ihnen vormachen. So, und wenn sie dann Dinge erfahren haben, die ihnen diese Meinung bekräftigt haben, bestätigt haben, dann glauben sie daran. Und dann passiert etwas in unserem Kopf, nämlich, dass wir 90% des Tages unbewusst denken. Das 10% denken wir nur bewusst. Das heißt, 90% des Tages denken wir unbewusst und das führt zu unserem Handeln und das führt zu unseren Ergebnissen. Und wenn wir der Meinung sind, dass Geld nicht wichtig ist, dann werden wir auch kein Geld haben. So einfach ist die ganze Geschichte. Ja? Und dann passieren einfach Dinge, dass du denkst, das Leben stößt dir quasi zu. Ja, du kannst es gar nicht beeinflussen. Und das ist mal der größte Unterschied zwischen reichen und zwischen armen Menschen. Arme Menschen denken, das Leben ihnen zustößt. Reiche Menschen denken, das Leben etwas ist, was man selbst gestalten kann. Das ist im Übrigen auch
eine ganz unterschiedliche Herangehensweise ans Lotto spielen. Also arme Menschen spielen sehr viel Lotto, reiche Menschen eigentlich gar nicht bis selten. Und wenn reiche Menschen Lotto spielen, dann tun sie es deswegen, weil sie Spaß daran haben. Einfach nur aus Jux und Dollerei, weil ihnen das Spiel möglicherweise Spaß macht. Ja, bei armen Menschen ist das anders. Bei armen Menschen ist das so, dass der einzige Strohhalm, um aus dieser Misere herauszukommen, aus diesem Leben, was ihnen keinen Spaß macht, das ihnen Sorgen verbreitet, das Angst verbreitet und so weiter. Sie möchten da raus und sehen keine andere Möglichkeit und nehmen deswegen einen beträchtlichen Teil ihres frei zur Verfügung stehenden Einkommens und investieren es in Lotto mit einer Chance von 1 zu 34 Millionen und hoffen, dass irgendjemand hergeht und ihren Namen aus dem riesengroßen Hut zieht, wo ganz, ganz viele andere Namen drin sind. Ja, und das wird ein Reicher wird niemals tun. Er wird niemals sein Leben, er wird niemals das Steuer des Lebens aus der Hand geben, weil er der Meinung ist, dass das Einzige ist, was ihm helfen könnte. Sondern er gestaltet sein Leben selber mit seinen Gedanken, mit seinen Händen, mit seinen Taten und produziert letztendlich den Erfolg, den er braucht, um seine Ziele zu erreichen. Einverstanden? Also, du stehst am Steuer deines Lebens. Du musst jetzt, heute und hier die Entscheidung treffen, dass du selbst dein Leben gestaltest. Niemand sonst. Und damit werden wir beim ersten Punkt die Arme oft machen und die Reiche nie machen. Der allererste Punkt ist Schuldzuweisung. Ja, wenn ich die Schuld zuweise auf den Staat, auf den Ehepartner, auf den Chef, auf die Politik, auf die Bank, auf whatever. In dem Moment, wo ich jemand anders die Schuld gebe für meine Situation, bin ich Opfer. Ja, befinde ich mich in einer Opferrolle, zeige mit dem Finger auf andere Leute und sage, du bist es schuld, dass es mir schlecht geht. Und das ist niemals richtig. Niemals. Du kannst 1000 Gründe jetzt dafür anführen. Fakt ist, guck auf deinen Kontostand, guck in deine Familie, guck in dein Haus, guck dir dein Auto an, guck dir deinen Freundeskreis an, guck dir dein Leben an und du bist der Einzige, der für diese Situation verantwortlich ist. Wenn du anfängst, das zu akzeptieren, dass du derjenige bist, der das gemacht hat, mit deinen Gedanken, mit deinen Handlungen, mit deinen Taten, sind das die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind. Und wenn du damit nicht zufrieden bist, dann musst du etwas ändern. Dann musst du anfangen, an deinen Programmierungen in deinem Kopf zu arbeiten und das letztendlich zu verändern, damit die Ergebnisse, die nachher daraus entstehen, andere sein können. Der zweite Punkt, der ganz, ganz entscheidend ist, den Reiche niemals machen und Arme ganz oft, sind Rechtfertigungen. Ja, sie entschuldigen sich quasi dadurch, dass sie zum Beispiel Sachen sagen wie Geld ist nicht alles. Ganz ehrlich, eine Frage an dich. Wenn du zu deinem lebensgefährten Ehepartner sagst, du ist ganz cool, dass du da bist, ich mag dich auch, aber du bist nicht alles. Du bist eigentlich bis zu mir auch gar nicht wichtig. Also ich würde auch ganz gerne ganz gut ohne dich klarkommen. Was glaubst du? Wie lange wird dein Partner noch bei dir sein? Wird er sich wohlfühlen bei dir? Und wird er glücklich sein, mit dir zusammen sein zu können? Und wird alles in die Beziehung investieren, damit diese Beziehung aufrechterhalten werden kann? Wahrscheinlich nicht, oder? Und genauso ist es mit dem Geld auch. Wenn du dem Geld sagst, du bist nicht wichtig für mich. Mein Gott, jetzt bist du halt da. Dann gebe ich dich möglicherweise auch aus. Aber kommt dann mehr zu dir? Fühlt sich dann Geld von dir angezogen und kommt es gerne zu dir und möglicherweise immer mehr und immer mehr? Wahrscheinlich nicht. Ja, genau so, lass uns das Beispiel machen mit vielleicht magst du Motorrad fahren, vielleicht hast du einen Hund. Also ich habe einen Hund, wir kriegen bald einen zweiten und ich liebe meinen Hund. Ja, ich würde doch auch nicht sagen, hey, gut, bist halt ein Hund, bist jetzt halt mal da. Ich könnte auch ohne dich, also. Ne, du bist jetzt nicht wirklich wichtig für mich. Ja, dann, also wenn das so wäre, wenn Geld so unwichtig wäre, dann könnten wir all diese Dinge ja gar nicht tun. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir uns nichts vormachen, dass wir nicht sagen und dadurch rechtfertigen, dass Geld nicht wichtig ist. Geld ist extrem wichtig. Ja, nichts da draußen funktioniert heute in unserer Gesellschaft ohne Geld. Ja, und deswegen sollten wir uns das auch eingestehen und sollten auch jetzt damit anfangen und zu sagen, jawohl, Geld ist mir wichtig. Ich liebe Geld. Man kann mit Geld so viele wundervolle Dinge tun. Natürlich auch für viele andere Menschen. Man kann helfen und so weiter. Aber doch erstmal für mich selber auch. Für dich selber.
Ey, gesteh dir doch mal ein, dass du mit Geld schöne Dinge für dich tun willst. Dass du deswegen Geld haben willst, damit du ruhiger schlafen kannst, damit du deine Rechnung bezahlen kannst, damit du in Urlaub fahren kannst, damit du deiner Frau und deiner Familie Geschenke machen kannst und so weiter. Steh dir ein, dass Geld wichtig ist und höre auf zu rechtfertigen, warum du keins hast. Ja, so, Menschen, die sagen, dass Geld nicht wichtig ist, sind pleite. So, und sie sind nicht pleite, oder sie weisen keine Schuld zu und rechtfertigen sich nicht deswegen, weil sie pleite sind, sondern sie sind pleite, weil sie sich rechtfertigen und Schuld zuweisen. Ja, weil sie es nicht annehmen, weil sie sich nicht eingestehen, dass sie selbst an der Situation schuld dran sind. Ja, weil sie mit Finger auf andere Leute zeigen und die Schuld von sich weisen und weil sie sich rechtfertigen mit dummen Sprüchen wie Geld ist nicht wichtig, haben sie die Situation und nicht umgekehrt. Ja, also, dann kommen die Leute, die sagen, ja, ist ja alles schön und gut mit Geld und so weiter, aber Liebe ist doch wichtiger. Ja, was ist denn jetzt wichtiger? Sind jetzt die Beine wichtiger oder die Arme? Sind am Auto die Reifen wichtiger oder der Motor? Ist am Computer die Festplatte wichtiger oder der Bildschirm? Das ist doch Quatsch. Also ich hasse es, wenn Menschen diese Oder-Frage stellen. Beides. Geld ist wichtig, Liebe ist wichtig. Selbstverständlich. Ohne Liebe machst du da draußen gar nichts. Da gehst du kaputt. Menschen sterben, wenn sie nicht geliebt werden. Ja? Aber wir schlafen unter der Brücke, wenn wir kein Geld haben. Man kann nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Die Lunge ist wichtiger als das Herz, das Gehirn, keine Ahnung. Ja, wir verrecken, wenn wir keine lebenswichtigen Organe in uns haben. Man kann nicht sagen, dass das eine, sondern und. Geld und Liebe. Denke immer beides, sagt T. Harv Eker. Ja, denke immer beides. Höre auf, in oder zu denken und fang an, in und zu denken. Beides ist wichtig, Geld und Liebe. Aber sag niemals, Liebe ist wichtiger als Geld. Du brauchst beides, um glücklich zu sein. Und dann der dritte Punkt, den Reiche niemals machen und Arme oft, ist Jammern. Es ist das Schlimmste, das Allerschlimmste, was du dir antun kannst, wenn du reich und erfolgreich sein willst. Wenn du jammerst, dann kommt das Gesetz der Anziehung. Jedes Erfolgsbuch über Geld und Erfolg handelt letztendlich auch über dieses Thema. Sprich, die sprechen immer vom Gesetz der Anziehung. Das, was du aussendest, ziehst du an. Energy flows where the focus is. Das heißt, da, wo du deine Gedanken hin ausrichtest, das kommt zu dir. So, und wenn du dich jetzt damit beschäftigst, zu jammern, wenn du am Sonntagmorgen in die Kneipe gehst, dich mit deinen Stammtischbrüdern triffst und sagst, jawohl, die Politik ist scheiße und die AfD und scheiß Wahl und die dummen Leute und dies und das und hü und hot und dich darüber aufregst, was alles Mist ist, dann ziehst du Mist an. So, das Allerschlimmste ist, wenn du es selber machst. Das Zweitschlimmste ist, wenn du mit Menschen zusammen bist, die jammern. Das ist nämlich fast genauso schlimm. Weil dein Gehirn nimmt es auf und fragt, kann das sein? Oh, hat er irgendwie recht. Ja, und dann wird daraus ein Glaubenssatz. Und dieser Glaubenssatz prägt zu 90% deine Gedanken. Und deine Gedanken prägen deine Handlungen und deine Handlungen prägen deine Taten. Und aus deinen Taten werden deine Ergebnisse. Wie werden wohl deine Ergebnisse sein, wenn du dich darüber aufregst, dass die Menschen da draußen so blöd sind, dass sie AfD wählen gehen und dass daraus jetzt eine schlechte wirtschaftliche Situation entstehen wird? Dann wird deine wirtschaftliche Situation schlecht sein. Ist doch ganz logisch. Ja? Wer das ganz, ganz gut erklärt hat, ist Tobias Beck. Tobias Beck mit seinem Programm Bewohnerfrei. Das heißt, halte dich von diesen Menschen fern. Geh weg von diesen Menschen. Beteilige dich nicht an diesen Diskussionen. Höre auf zu jammern und höre auf, mit Menschen zusammen zu sein, die jammern. Weil dann wird sich in deinem Leben ganz, ganz viel ändern. Sei positiv. Auch wenn es schwerfällt. Ich weiß das. Ich kenne das alles. Ich weiß, wie es ist, wenig Geld zu haben, Geldsorgen zu haben, Rechnungen nicht bezahlen zu können und so weiter und so fort. Ich kenne das und ich weiß, wie sich das hier drin anfühlt. Ich weiß, wenn man abends nicht einschlafen kann und mitten in der Nacht mit solchen Gedanken wach wird. Ich kenne diese Gedanken und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Nur hilft es dir nicht weiter. Es löst nicht deine Probleme, wenn du mit Angst und Sorge darüber nachdenkst. Ja? Hör auf damit, das zu denken, lenke dich ab, geh raus, lies ein Buch,
guck diese Videos an. Deswegen bist du vielleicht auch hier. Ja, großartige Idee. Also, änder das. Sei positiv. Hör auf zu jammern. Hör auf, dich rechtfertigen. Und hör auf, jemand anderen die Schuld für deine Ergebnisse zu geben. Dann bin ich mir sicher, wird ganz, ganz viel passieren. Und deswegen die Aufgabe für diese Woche. Dieser Woche einmal nicht rechtfertigen, keine Schuld zuweisen und nicht jammern. Mach das mal ganze 7 Tage lang. Weil alles andere ist finanzieller Kopf ab. Ja, hört sich jetzt hart an, ist aber so. Ja, immer dann, wenn du dich selbst dabei ertappst, wie du jammerst, wie du jemand anders die Schuld gibst oder wie du dich rechtfertigst, mach diese Geste und erinnere dich dann, dass du jetzt gerade wieder Reichtum und Wohlstand den Kopf abschneidest. Und das wollen wir nicht. Ja, und deswegen arbeite da dran, erinnere dich und so weiter und so fort. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Ich hoffe, du setzt das mal um. Ich hoffe, du wirst dann positive Ergebnisse in der Zukunft erfahren, was sich in deinem Leben positiv verändert, wenn du mit diesen 3 Dingen aufhörst und arbeitest einfach daran, in Zukunft finanziell erfolgreicher zu sein. Und dabei möchte ich dich unterstützen. Ja, wenn du wissen willst, was ich unter anderem tue, du findest unter diesem Video findest du einen Link. Und zwar geht es da um das Thema, was reiche Menschen machen, um ihre Werte aufzubauen und zu schützen. Reiche halten ihre Werte niemals in Geld, weil sie wissen, dass Geld sich selbst auffrisst. Ja, Kontoführungsgebühren, Überweisungsgebühren, Kreditkartengebühren, bla bla bla. Immer wenn man Geld benutzt, wird es weniger. Immer wenn man Geld einfach nur irgendwo liegen lässt, wird es weniger. Wir bezahlen heute sogar Strafzinsen, wenn wir Guthaben haben auf dem Konto. Also Reiche halten ihre Werte niemals in Geld. Reiche sorgen dafür, dass aus Geld mehr Geld wird. Und da gibt es jetzt eine Möglichkeit, die ich für mich entdeckt habe, die täglich mehr Geld macht. Mit ganz, ganz kleinen finanziellen Rahmen kann man dort starten und kann sich dort etwas aufbauen. Wenn das spannend für dich ist, machst du einen Klick unter diesem Video und schaust dir das Video mal an, das 2. Video, das dir dann zeigt, wie du an der Strategie der Reichen mit partizipieren kannst. Okay, ich danke dir und sag einfach wahrscheinlich bis morgen, wenn es dann die 2. Folge gibt. Ich will ganz, ganz viele davon machen. Wenn es wieder heißt, es geht um das Thema Geld, Reichtum und Erfolg. Das war's von mir, Thorsten Kahl. Ich bin raus. Ciao, ciao.